Inoffizielle Siegerzeit 3 Stunden und 17 Minuten. Und ich sag's nochmal, wir werden das nachprüfen, wie das hier mit den Zeitmessmatten ist. Er hat auf jeden Fall für die letzten 2 Kilometer, wenn die Zeitmessmatte richtig liegt, 12 Minuten drauf. Also da hätte er nochmal irgendwo einen Kaffee trinken können, wenn das realistisch sein soll. Also da müssen wir nochmal nachmessen, diese 8-Kilometer-Matte liegt mit Sicherheit nicht am richtigen Ort. Aber wir machen einen Schwamm drüber und freuen uns auch noch über diese Dame, die Radstrecke ist super. Ja, aber dafür war natürlich die Rückkappe der Kuh und raus auch. Also, war jetzt nicht so schlimm. War uns ja immer so, dass die Hügel noch gut mit Druck wegdrücken kann und ist nie einer, der noch richtig frei war. Ja, ich hatte einmal in einem Ort ein Problem, aber sonst haben die super frei gemacht. Und der Zweitplatzierte des heutigen Tages ist auf der Zielgeraden und auf ihn erheben wir mal wieder ein bisschen die Applauskurve nach oben. Ich habe mich am Anfang nicht mehr so gut gemacht.